Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freudzeit und willkommen beim Karlserlebnishof Elztal. Okay, das ist jetzt unser Wohnwagen. Damit sind wir ja auf großer Oster-Berlin-Tour. Da hinten sind jetzt die Achterbahnen und der Eingangsbereich. Ich habe extra angerufen und gefragt, ob man mit dem Wohnwagen parken kann. Überhaupt kein Problem hier. Scheinbar darf man sogar eine Nacht stehen. Jetzt geht's auf jeden Fall ab ins Karlserlebnishof oder Dorf oder... Verzeiht's mir, ich weiß es noch gar nicht genau. Aber jetzt geht's los mit den Erdbeeren. Viel Spaß! Da ist auch noch ein riesen, recht neuer Parkplatz. Der Hauptparkplatz ist da vorne. Und da geht's dann los mit dem Park. Auf dem Weg zum Eingang. Eine Besonderheit gibt es hier, es kostet keinen Eintritt, aber wenn ihr die Attraktionen machen wollt, zahlt ihr entweder pro Fahrt oder ihr könnt euch auch ein Tagesticket holen, wo ihr alles dann fahren könnt. Das werden wir dann machen, genau, ohne zu bezahlen. Du hast recht, mein Schatz. Und die Achterbahn, die sieht doch richtig cool aus, oder? Ja, die da oben. Ja, ich drehe euch mal. Also die sieht natürlich auch cool aus mit dem Erdbeerwurm, aber wir meinen natürlich die große da hinten dran. Ich glaube K2 heißt die. Da gehen wir auf jeden Fall drauf, oder? Ja. So, bauen jetzt zum Eingang. Ja. Parken könnt ihr hier wirklich auch umsonst. Also kostet nichts. Ist auch mega. Ja, und klar, Essen und Trinken darf man nicht mitnehmen, daran wollen sie halt verdienen, das ist ja dann irgendwo auch klar. Jetzt sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich sehe eine Traktorfahrt, Hüpfsachen, oh, jetzt sehe ich einen grünen Zaun, aber ich sehe auch den Eingang. Und noch mehr Ausflugstipps hier in der Region. Viel im Park Babelsberg, ja, da hätten wir auch noch mitnehmen können. Fernsehturm, da waren wir in Berlin. Tropical Island, ah ne, das ist Kristall. Aber Tropical Island waren wir, Sea Life waren wir, Madame Tussauds, Little Big City. Also wir haben viel erlebt in Berlin. Und Lego, genau. Schaut daher auch unbedingt mal die anderen Videos an. Jo, und jetzt geht's rein. Oh, da gibt es jetzt die Tagespässe. Oh. Weil da kann man die auch direkt buchen wohl. Wenn er die Tickets da vorne holt, 22,50 über die App, 17,50. Das machen wir doch jetzt dreimal. Mit PayPal. Jetzt haben wir hier die Tickets und die können wir in den Band eintauschen. Das machen wir jetzt. Ja, einfach das. Von der Blitz von der Weide her passt. Mein Arm ist gerade so. Ah, ja. Dankeschön. Und jetzt zeigen wir das gerne mal dann an jeder Attraktion. Ja. Okay. Gut, Dankeschön. Wow, guck mal. Wow. Guck mal, das
will ich haben. Bärenbrot? Ja. Oh ja. Nachher oh. Seht ihr das überhaupt? Ich bin hier. Ja. Siehst deine Jacke wieder an oder kriegst du? Was kostet er? Fitness. Fitness? Okay. Erstmal, wir gucken hier mal. Ja, es kostet alles. Entweder hast du gezahlt oder man muss noch zahlen, aber da muss man noch zahlen. Ich war voll mit Pferde. Ich glaube, die war ja da hinten, die Achterbahn. Ja, ich denke, ja. So sehen die Toiletten aus. Guckt euch mal diesen Klodeckel an. Cool, oder? Oh ja? Wow. Guck mal mein Stand an. Guck mal. Papa, guck mein Stand an. Ich kann einfach hochlaufen. Cool. Papa, was ist hoch? Wow. Jetzt on top. Wow, super. Wow! Man kann da hüpfen, doch? Ja! Ganz toll! Guck mal, Grundfinale! Und? Wow! Mal gespannt. Genug, um alleine mit unserer K2 Achterbahn fahren zu dürfen. Du darfst, geh rein. Also alleine. Genau, du darfst. Ich bring dich. Oh. Dann steigen Sie ein. Die nächste Fahrt beginnt in wenigen Minuten. Bitte schnallen Sie sich an. Bitte nicht die Arme und die Beine aus dem Wagen. Das nenne ich mal umweltfreundliche Achterbahn. Powered by Mami. Ihre Mutti wird Sie in Kürze losfahren. Sind Sie bereit? Ja. Lassen Sie Hände und Beine im Wagen. Oh Gott! Wir haben einen technischen Effekt. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Au! Gleich hast du es geschafft. Und dann flitzt der Elias da runter. Nochmal eine Runde. Das machen wir jetzt 20 Mal, dann ist der Osterspeck wieder abtrainiert. Super. Ja. Bereit? Jetzt, okay. Jetzt ist der Papa dran. Oh.
Oh ja, das ist nicht so einfach. Der hat einen Leerlauf. Oh. Ja, das ist ein Minuten-Video geworden. Mach schnell. Bist du bereit? Geschafft. Wow. Und da die Bahn selbst betrieben wird, kostet die nicht mal was. Nochmal Daumen hoch. So. Hui. Ja? Erdbeergarten. Wir suchen noch den Eingang. Ich glaube, jetzt haben wir den. So. Ja. 10 bis 18 Uhr ist heute Fahrzeit. Ja, er darf. Ja, da kostet eine Fahrt jetzt 5 Euro. Genau, wir haben ja das Tagesticket. Schwierig, das ist ein blöd. Ja, du bist lustig. Das ist genau so eine blöde Stelle, dass ich das nicht drehen kann. Ja, kann ich. Oh, danke schön. So. Warum bist du nicht reingekommen? Weil mein Band war so krumm. Ach, guck. Ach, guck mal, dass die mal die Chips gemacht werden. Das kann man auch ein bisschen noch was lernen über Chips. Cool. Ja. Das ist ein Chips. Genau, hier war es. Genau, hier ist eine Chips. Ja. Oh, guck, die Waschstelle, hier mal Kartoffeln. Das ist fast wie in Gouda, das Museum. Das heißt, wir fangen einmal da bis zur Spitze und werden wir runtergelassen. Der Ball muss wieder während der gesamten Fahrt angeschnallt und richtig halten. Auf unserem Betriebsgelände. Bahnfrei Kartoffelbrei steht da. Kopfbedeckung unter der Kleidung verstauen und Brillen gehören auf die Nasen. Ich habe immer mein Brillenband, dann sitzt die auch bombenfest, weil sonst sehe ich nichts ohne Brille. Wäre blöd. Weißt du, wäre gewesen, wenn du vorne gesessen hättest. Schnell einfach. Ja, ich fahre nachher nochmal. Alles gut. Ja, aber so voll wie heute werden soll. Ja, ich stehe gleich nochmal an. So, na dann, viel Spaß. Danke. Dark White noch. Mega.
könnt ihr nicht die Radieschen von unten sehen, aber die Kartoffeln. Unser Wohnwagen! Da drüben, unser Wohnwagen! Mega Spaß gemacht. Boah, da muss man ja fast schon Chips kaufen, so lecker wie es hier riecht, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie hat sie dir gefallen? Die war echt toll. Super. Wirklich schön gemacht. Klarer Daumen nach oben. Wir kommen. Wir haben jetzt auch einen Plan, dann wissen wir genau, was es hier alles zu erleben gibt. Wie hat dir die Achterbahn gefallen? Gut. Wir haben auch ein Bild gekauft. Blende ich euch jetzt mal ein. Leider nur von Elias und Mama. Ich war ja der Waggon hinten dran. Aber ja, ein lachendes Gesicht und die Kamera an der Brust. So stellt ihr euch jetzt einfach mich vor. Und ja, jetzt guck mal, wie es weitergeht. Hier im Erdbeerland. Das? Der Hapfing Erdbeeren, die hüpfen den Erdbeeren. Das ist eine tolle Fahrt, mein Schatz. Du kleine Erdbeere. Viel Spaß. Geht's los? Was passiert? Boah. Ja, richtig glücklich hier bei der Erdbeere. Ja, hier gibt es auch dieses Rundfahrwassergeschäft. Ja? Ah ja. Und hier Erdbeerkörbchenfähre. Ich komme jetzt in diese Baue.
Hier gibt es dann ein Kettenkarussell. Eine blaue Achterbahn. Gletscherrutsche. Ja, jetzt. Wow, wow, cool. So, Mittagessenszeit. Wir gucken mal hier in der Broilerbar. So, was wollt ihr denn? Hier, da gibt's Chicken Wings und so. Lecker. Guck, der hängt Chicken Wings. Chicken Wings mit Pommes. Ja, kannst du nicht. Ich ja, wenn du da hin willst, gern. Chicken Wings. Mit Pommes. Okay. Mit Sprite. Sprite? So. Lecker. Essen hat 33 Euro gekostet und die Erdbeerbrause, die Mama trinkt, und der Eistee nochmal 5,60 Euro. Lecker Eistee. Lecker. Super. Guten Appetit. Danke. Oh, aus dem Hahn wird ein Hähnchen und dann landet es auf dem Teller hier im Restaurant. Mal guck, da kann ich Ketchup und Mayo im Becher drin. Krautsalat, ich auch noch dabei. Der stand für mich. Ja, du kriegst auch Hähnchen. Alles gut, du. Wenn man Teile, können wir nämlich mehr probieren. Deshalb haben wir nur zwei Essen jetzt. Wow, Hammer. Erdbeerbrause. Wetterumschwung. Nicht bei uns, nur die Attraktion heißt so. Wow, guck mal, wenn es machen. Ich darf sogar schon alleine. Jetzt muss ich da wieder irgendwie. Passende Song, ha? Huh? It's raining again. Direkt auf YouTube sperren wir das Video, sonst wenn ich jetzt nicht singe. Foto rüber. Ja. Ja. Links bitte. Ja, unten drunter ist Plastik, aber außen ist echt das Sand. Oh ja. Oh ja. Ja, also hat er gerade eine Pommes oben. Ja, los geht's. Wow. Viel Spaß. Mama, darf man so? Ja.
Wow. Ja. Oh, also mir kribbelt das Hähnchen im Bauch gerade vom Mittagessen. Oh. Mal die Füße so hoch, das ist auch lustig. Ja, richtig ausstrecken. Yay! Hey. Oh, das war eine schöne Fahrt. Ja. Ja? Irgendwie ist das hier sehr eng bei mir. Einmal durch den Merch Shop. Ein Wassertropf. Das wäre doch ein Kostüm für mich, für den nächsten Karneval. Ja. Fasching oder was auch immer. Cool, ein Erdbeerfußball. Bibi, nimm dir mal den großen und stell dich vor den ganzen Fröschen dort. Was ist das? Nico, geh mal weg. Ja, 14,95 €, das ist echt noch okay. Wow, das sieht auch cool aus hier mit diesem Rohr. Na, aufpassen, dass man eben nirgends drüber fliegt beim Filmen. Ja. Was ist da? Eine Dusche. Eine Umkleide, Umkleidekabinendusche. Cool. Ja, das sind nur 44 Euro, aber fass denn mal an. Vorübergehend freundlich, das ist echt lustig. Richtig, kuscheles Weiß. Der ist echt cool. Der ist echt cool, gell? Naja, können wir ja nachher nochmal gucken. Pass mal an, guck mal hier auch. Vorübergehend freundlich. Mit so einer Wetterkarte. Du bist ja immer freundlich, zum Glück. Ja, meistens. Und wenn ich den Hoodie so sehe, es gibt ja auch tolle Hoodies bei uns im Shop. Schau da mal vorbei. Das ist das, was ich anhab heute. Zum Bleistift, gell? Ja. Oder das hier. Oh, hier gibt es jetzt die Wäschespinne, das Karussell und der Poggis Wolkenexpress. Den nehmen wir natürlich mit, weil Count ist Count. Auch wenn man nicht counten, ist ein Count, weil wir counten nicht. Boah, hat geklappt, sehr gut. Weil ich habe mein Band da so schräg blöd. Oh, also thematisieren können sie echt hier. Mit wenig Mitteln, sage ich vorsichtig, aber das absolut Geilste rausgeholt. Ne? Aber daran siehst du wieder, dass du nicht viel brauchst, um was Tolles zu machen. Ja. Deshalb jetzt kein großer Warenwert in Anführungsstrichen. Mach da was so viel her. Ja. Weißt du? Ja. Wir kommen. Aber schnell, was? Ja? Ja? Dann kommst du rein. Ja. Was soll ich vorne lösen? Das geht nicht. Geht es? Lässt man die da? Oder? Ach so, kann man die da. Streng. Schnell. Ja, ich mach. Achtung. Platz gleich die Wolke. Ich muss noch drücken, ja? Geht ja, das? Ja, feste. Ja, drauf. Jetzt gibt's einen Schauer. Oh Gott. Nicht für unsere Gewichtsklasse.
Nee. Ja! Jetzt fahre ich mit der Mama und der Elias fährt zwei Reihen weiter vorne alleine. So mutig ist er schon. Wow! Oh, 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 Gruß an den Rücken! Das wird auch nach dem Essen machen. Die fährt zwar butterzart, aber ich bin sehr eingeklemmt hier mit meinem Beutelchen und dann tut jeder Schlag am Rücken weh. Wow! Ah, noch eine Runde, juhu! Oh, noch mal den Rücken. Oh. 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 Achtung, jetzt kommt der Schlag. Oh, Airtime, Airtime. Oh. Und Airtime. Oh. Bist du nachberufsunfähig? Oh. Danach zupfst du nur noch Erdbeeren, wenn du hier rauskommst. Nee, das schaffst du auch nicht mehr, wenn der Rücken kaputt ist. Oh, da kann man auch griechen. Eigentlich könnte man ein paar auch mitnehmen von hier. Erdbeeren? Nee, im Erdbeerpflüger und Spargelpflüger. Ach so. Die pilgern doch jetzt alle. Das ist ein Rollstuhlkarussell, das ist richtig toll. Da kann man mit dem Rollstuhl reinfahren und kann dann da schaukeln mit dem Rollstuhl. Das ist doch toll. Mega. Oh, die große Welle, das ist nicht unsere Attraktion. Von daher lassen wir die heute aus. Geht ja eh nur hoch und runter und dreht sich im Kreis. Heute für uns auf jeden Fall nicht. Ja. Ja, danke. Ah. Ach, und da trennt sich das jetzt. Da kann man jetzt entscheiden, was man fahren will. Die Erdbeerhüpfer, die der Elias vorhin gemacht hat, oder die Raupenbahn, die wir jetzt machen. Die Bahn, die gibt es ja auch überall auf jeder Kirmes, auf jedem Jahrmarkt. Sind wir auch im Didi-Land, gab es sie, glaube ich. Überlebt, muss man da sagen. Wackelt und geknackt überall. Jetzt gucken wir mal, wie es noch weitergeht. Oh, ein Schmetterling. Hast du gute Laune? Im Land der Erdbeer. Ja, sieht so aus. Sie hat zu viel Erdbeeren gegessen. Oder Bowle getrunken. Nee, sie muss ja noch Auto fahren. Keine Bowle heute. Kann ich die mit heute? Ja, musst du gucken, da kannst du sogar rein, glaube ich. Ah ja, hier. Auch Ziegen haben mal keinen Bock. Aber nicht auf die Ziege fallen. Ich gebe mir Mühe, ja. Achtung, Kinder. Ja. Jetzt gehen wir. Soll ich dir helfen, oder? Nein. Hätte ich vielleicht. Warum? Was ist der Mühe? Halt die Gelbe rein. Der Kappen geht. Ja, guck da. Hallo. Hallo.
Ja. Super. Tschüss, ihr Ziegen. Ich habe ganz tolle Bilder, Elias, von dir, von Papa und der Ziege. Genau, super. Das kostet aber auch separat. Aber kann er machen. So, bei der Traktorbahn ist gerade sehr viel los. Auch wenn da ganz tolle tanzende Bären sind unterm Dach. Wie ihr vielleicht seht, schenken wir uns das jetzt heute. Gibt es ja auch so ähnlich im Europa-Park. Pony reiten könnt ihr auch. 2 Runden 2 Euro, 5 Runden 4. Kostet separat. Aber auch da ist die Hölle los und ich weiß also auch nicht, ob man das unterstützen sollte oder nicht. Aber ja, sie sehen alle gesund und munter aus, auf jeden Fall, die Pferde. Ja. Und? Bereit? Ja, bereit? Ja. Achtung, es geht los. Los. Fest. Ui. Wow. Da bist du hoch. Da ist noch ein ganz cooler Rutschenturm. Wäre ich kleiner, würde ich sofort hochklettern und da runterrutschen. Da könnt ihr Stockbrot kaufen und euch dann hier selber grillen. Also es gibt hier ganz, ganz tolle Sachen. Richtiges Abenteuerland. Durch die Spielehölle. Wir müssen einmal leider durch. Fruchtgummi-Manufaktur. 14.30 Uhr. Kann man da sehen, in 10 Minuten, wie Fruchtgummis gemacht werden. Kleiner Spoiler, so. Da gibt es dann noch eine Schleuder. Oh, da wird mir vom Zuschauen schon schwindelig hier. Hier drin gibt es dann auch noch einen Freefall Tower. Ah, da geht's zur Eiswelt. Da. Wir gehen jetzt in Karls Eiswelt und da es eine ganz, ganz große Eisausstellung gibt, gibt es dazu ein separates Video. Schaut da gerne mal vorbei auf dem i oder im Kanal. Jetzt seht ihr ein paar Eindrücke. Oh. Allein die Eiswelt wird 9,50 Euro Eintritt kosten. Beim Band ist es dabei. In nomine Christi, Amen. Passend zu Ostern. Los. Los geht's!
Überall gibt es lecker Essen, hier zum Beispiel auch den Zirkusburger. Sieht schon gut aus, aber wir hatten ja vorhin lecker Hähnchen. Zum Abschluss gehen wir jetzt hier noch durch diesen Markt. Da gibt es wirklich alles. Gummibärchen, Marmelade, Brot, jede Menge Sachen. Ich zeige es euch mal. Also da der Kaffeebecher 10 Euro, alles Mögliche im Erdbeerdesign. Ich gehe jetzt nicht durch die ganze Halle, aber 2 für 10. So, die sehen ja auch cool aus. Also da ist wirklich jede Erdbeere glücklich hier. Oh. Wahnsinn, was es hier alles gibt. Karls Gummibärchen haben wir da drüben. Da werden sie gerade frisch gemacht. Habe ich jetzt noch nicht gefilmt. Ich will die Mitarbeiter nicht filmen. Nehmen wir jetzt mit. Da haben wir sie, wie gesagt, drüben schon genascht und probieren dürfen. Ein Glas 2,90, zwei Gläser 5, nehmen wir natürlich zwei mit. Ich glaube, wir nehmen Erdbeer-Cola, dann gibt es noch Fruchtmix, das nehmen wir glaube ich nicht, aber die normale Erdbeer noch. Immer diese Angeber auch, die meinen, sie müssen mit der großen Kamera kommen und filmen. Okay, das ist jetzt Karls TV, das ist völlig okay. Ne? Einmal lächeln hier für Karls TV. Oh, und das ist der Regisseurstuhl. Super. Papa. Cheddar Bacon. Mama, ich muss runterspringen. Ja, nimm mit. 2, 1, 3. So, und dann gibt es auch noch Bonbons in allen. Erdbeersahne, Lieblingsbonbons. Nur Erdbeer. Wir sind gerade überfordert. Wir nehmen jetzt einfach Erdbeersahne für 3 Euro. Genau, weiter. Zeig mal, was du schon alles in der Hand hast. Ich hab's gesehen. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ja, aber das kann man. Nee, das nehmen wir nicht mit. So langsam wurden die Hände zu klein, deshalb hat Mama mal einen Einkaufswagen noch organisiert. Ja, wichtig, gell? Hast du schon Kekse geholt? Nee. Auch die Erdbeerbrause gibt's, die wir vorhin zum Mittagessen hatten. Kostet 1,50. Wenn man 6 kauft, zahlt man nur 5. Aber da freuen wir uns einfach das nächste Mal drauf. Wobei, komm, einen nehme ich noch mit für die Mama. Guck mal, da ist ein Stück Baum am Wagen. Hack, hack, hack. Und wir haben es richtig krachen lassen. 72 Euro. Kriegst du das da alles rein? Ja, natürlich. Ja. Unbezahlte Werbung, Ella Moles grüßen. Ja. 3 unterschiedliche Marmeladen, Erdbeer, Himbeer, Blaubeer und die Gummibärchen, die habt ihr ja schon gekannt. 5 Karls Erdbeerlutscher. Dann einmal Popcorn, Cheddar Bacon, einmal Eistee, eine Karl Tasse und ein Karl Magnet. Ja, ein Karlchenbrot wollte man, ja. Gell? Ja, ich habe noch kein Geld mehr. Wir können ja. Ich hol's. So, einmal ja, ich gucke Bonbons. Jetzt, ich guck. Wow, Marmelade. Erdbeerkekse. Erdbeerbrause, hast du schon eine drin, gell? Ja. Nee, eine war's nur. Achso, ja, schon. So, ein Karlchen in klein, eine Kartoffel in klein. Ein Windrad. Für den Elias. Eine kleine Erdbeerraupe. Immer raus und weg und gucken, wie. Genau, und die große Erdbeerraupe. Und mit dem Band kriegt er wie viel Prozent? 3% hat sie, ja, glaube ich, gesagt. Prozent. Ja, Prozent. Also Lock Tagestickets halt scannen lassen. So. Ich gehe jetzt mal. Wohin? Karlchenbrot noch kaufen. Ja. So. Nee, warte hier. Und ein Karlchenbrot. Für 5,80 Euro nehmen wir dann noch mit. Oh, und wäre da noch Brot drin, könnte man auch die Marmelade probieren hier. Wenn nicht, muss man nur die Marmelade probieren. Ah, ist auch nicht mehr viel drin, alles schon leer gefuttert. Aber probieren kann man hier auch. Ich probiere.
Und den Slush haben wir auch noch mitgenommen im Karlchen-Design. Der ist richtig lecker, der schmeckt so sauer. Habt ihr auch selber gemacht, garantiert. Mega, mega geil. Slush unbedingt probieren. Zeig schon mal, unser Karlchenbrot, super. Guck mal, Karlchen hat eine Tüte, kann auch loslassen. Ja. So, wir gehen im Restaurant und suchen hier mal. Oh, da haben wir ja heute angefangen. Da gibt es noch was anderes. Da gehen wir aber nicht mehr rüber. Und hier, die zwei Bahnen lassen wir auch aus. Denn wir gehen jetzt raus. Und wir haben uns angewöhnt, das Fazit und Feedback immer zu Hause zu machen. Wenn wir uns alles nochmal durch den Kopf gehen haben lassen. Von daher sehen wir uns gleich zu Hause am gemütlichen Tisch. Ich glaube, es muss einer pusten. Jetzt du? Ja, gar nicht so einfach immer mit der Windkraft hier. Oh, hast du einen Husten? Nee, das war zu anstrengend. Ja, war zu anstrengend, zu pusten oder zu blasen. Zwinker. Ja, wir sind zurück hier zu Hause. Nicht am Tisch, aber vor der tollen weißen Schrankwand hier. Und ja, was soll man sagen zu unserem Tag bei Karls? Also, ihr habt ja eigentlich alles gesehen, wie immer bei uns. Nichts geschnitten, nichts zensiert, also zumindest fast nichts. Ja. Unser Tag live und in Farbe. Wie hat es dir gefallen? Sehr schön. Doch. Das war mal ein richtig ausführliches Fazit. Wollt ihr mehr dazu hören? Ich bin gar nicht gewohnt, dass du so wenig redest. Gell? Mensch. Guck mal. Nee, ich sag noch ein paar Sachen dazu. Ja, sag mal. Also, wir oder ich haben schon öfters was davon gehört. Es steht tatsächlich auch schon länger auf unserer Liste. Ist nur so weit weg. Genau, wir sind nur nie irgendwie in die Nähe gekommen, um es tatsächlich mal umzusetzen. Jetzt schon in diesem Urlaub. Und ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich ohne Erwartungen eigentlich da reingegangen. Wir haben viel Positives gehört, aber ihr kennt uns, wir machen uns unser eigenes Bild am liebsten. Deswegen bin ich erstmal ohne Erwartungen rein und wurde halt dann total überzeugt. Also es ist halt wirklich, wirklich schön gemacht, diese Thematisierung Erdbeer. Ich meine, wir mögen Erdbeeren, also hat es gepasst. Kleine Erdbeer-Naschkatze. aber es war tatsächlich für alle was dabei. Also es war wirklich ein Erlebnisdorf, wie es sich auch nennt. Für groß und klein. Und es, für alt und jung auch. Für alt und jung. Es war einfach super sauber. Es war ordentlich. Es war modern. Es war einfach schön, ja. Also kurzum, es war ein toller Tag, es war ein tolles Erlebnis und das Daumen geht ganz klar nach oben. Ja, bei einer Sache muss ich dir widersprechen. Es geht ja nicht nur um Erdbeeren, es geht ja auch um Kartoffeln zum Beispiel, ja, oder um viele andere Sachen. Ja. Viele Sachen hast du mir einfach vorher schon wieder abgegrast hier. Ich wollte nämlich auch die Sauberkeit loben, das ist mir nämlich echt wirklich positiv aufgefallen. Im Karlserlebnisdorf, das heißt ja Karlserlebnisdörfer, aber wir waren ja nur in einem Dorf, wenn ihr aufgepasst habt, ne? Also, ja, wirklich gelungen. Ich finde auch das Konzept wirklich interessant, ja, weil ihr zahlt ja prinzipiell erstmal keinen Eintritt, um auf das Gelände zu kommen. Natürlich kauft ihr dann ganz viel Essen und Getränke und so, ne? Also von daher rechnet sich das unterm Strich ja eigentlich immer. Aber ja, ganz oft hören wir es immer wieder von Freunden oder auch aus der Familie, wenn wir mal unterwegs sind. Jetzt stell dir mal vor, wir nehmen Oma und Opa mit. Ja, die wollen nicht Karussell fahren, die wollen keine Achterbahn fahren und zahlen dann trotzdem immer 20, 30, 40, 50 Euro, je nachdem, wohin man geht, Eintritt. Ja.
Eigentlich nur um spazieren zu gehen und was zu essen und zu trinken, was man nochmal bezahlt. Und das finde ich das Spannende, ne, dass du keinen Eintritt bezahlst und dann suchst du dir aus, fahre ich nur eine Attraktion, gönne ich mir vielleicht den Tagespass, hieß er, glaube ich. Genau, ich weiß es ja, gar nicht mehr, Tagespass. So wie wir, der sich auf jeden Fall bei uns gelohnt hat. Ne? Also man muss dazu sagen, man hat auch die Möglichkeit, du warst fertig, nee, man hat auch die Möglichkeit an den Eintritt, ja, das war nicht verständlich, wie du es erklärt hast. Okay. Man hat auch die Möglichkeit, an den einzelnen Attraktionen dann zu bezahlen, also nicht ohne Eintritt und man kann alles fahren, so stimmt es nicht ganz. Also man kommt aufs Gelände ohne Eintritt, hat da viele Sachen, die man nutzen kann, aber die Attraktionen kann man dann entweder so wie wir mit diesem Tagespass alle fahren oder halt pro Attraktion bezahlen. Jetzt darfst du. Habe ich wieder das Wort? Ja. Okay. Oh. Dann erklär es anständig. Glück. Ach so, habe ich das nicht so gesagt? Nein. Okay, schreibt es mal in die Kommentare, ob ich es nicht von Anfang an richtig gesagt habe. Sehr leise, nicht so laut. Weiter. Deine Lieblingsattraktion? Dann sag sie ich zuerst. Also ich würde mal behaupten, die Lieblingsattraktion irgendwie von uns allen war, dass die Achterbahn, die mit Fahrradbetrieb funktioniert ja. hat. Oh ja. Die Mama, die hatte große Freude beim Fahrradfahren, nicht. Mhm. Doch. Ja, also Elias, sein Highlight war das, gell? Also wir waren da, glaube ich, 3, 4, 5 Mal, ja. Cool. Ja, war schon gut gemacht. Und das ist ja auch eine Attraktion gewesen, die hätte auch gar nichts gekostet, ja. Wie viele andere Dinge auch, weil man darf ja kostenfrei auf das Gelände, gell? Man darf nur nicht alles fahren und so, ne? Genau. Wie war das? Ja. Hat sie uns ja gut erklärt, jetzt die Mama. Jetzt hast du es verstanden. Genau, also falls ihr uns übrigens noch nicht kennt, ich bin Simon. Ach so, ich bin Tamara. Ja, genau, kann ja sein, dass du neu bist bei uns im Kanal. Von daher fühl dich wohl, mach's dir gemütlich. Wir sind viel unterwegs, egal ob Freizeitpark, Kreuzfahrt, Camping oder auch Sonstiges. Ja, zurück zum Thema. Ja, das war, glaube ich, die Lieblingsattraktion. Ja. Aber auch ansonsten, ne, die K2 hieße, glaube ich, die Achterbahn hat Spaß gemacht. Und vor allem halt auch diese Eisskulpturenausstellung. Das war halt auch ein mega Highlight. Ja. Da gibt es ja auch ein separates Video, dann verlinke ich euch oder ihr findet es dann auch im Kanal. Das waren so meine Highlights. Ansonsten. Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt. Weißt du es noch? Was? Diese mit der Wolke und dem Regenbogen und der Sonne, die wo so schön gemacht. Ach, diese Wippe? Oder was meinst du? Nee, die Achterbahn. Ach, die Achterbahn, wo man berufsunfähig fast wieder rausgeht? Genau. Bum, bum. Genau. Spaß. Die war sehr holprig und sehr ungemütlich, aber... Sie war wahnsinnig schön thematisiert. War so Wolke, Sonne, Regenbogen, so gutes Wetter, schlechtes Wetter. Ja. Und da war es einfach so, die Achterbahn war jetzt nicht so das Highlight, aber der Anstehbereich, der war einfach mit einfachen Mitteln so toll gemacht, weil man immer denkt, es muss das Animatronic oder so sein oder... Leinwand, Beamer, sonst was, da war es einfach so Holzbretter mit Farbe bemalt, das waren einfach angemalte Rohre, es waren einfach Tücher und so. Mhm. Also es waren in dem ganzen Erlebnisdorf mit so wenig Mittel einfach was Wunderschönes gezaubert. Also man hat einfach gemerkt, da hat sich jemand damit beschäftigt und jetzt nicht einfach irgendwie was Hightech-mäßiges aufgetrumpft. Also ich fand es halt einfach total schön, weil halt an jeder Ecke und so einfach die Liebe zum Detail da war. Ja, was ich ja ganz gern mag. Auch definitiv das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle gespielt hat. Ja, ist jetzt nichts, womit wir uns jetzt unbedingt immer beschäftigen und identifizieren. Also ich meine, wir gehen auf Kreuzfahrt, so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Also auch das ist ja besser geworden, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Aber Thema Nachhaltigkeit hat auch... schon, dass man es berücksichtigt. Ja, genau. Wir pflanzen jedes Mal ein Bäumchen, wenn wir auf Kreuzfahrt gehen. Oder zumindest eine Tomatenpflanze oder so. Ja, genau. Kurzum, ja, Nachhaltigkeit war auf jeden Fall da auch ganz klar zu spüren, überall. Und es ist auch ein Mitmach- und Erlebnispark. Ja, genau. Ne? Dieser Wetterbereich, wo du gerade
besprochen hast. Da ging es halt um Wetter, Regen, ja. Also man lernt auch noch ja, was, genau, das auch wenn man es gar nicht vielleicht will. Aber ja, also ich will ja, aber ihr versteht, was ich meine. Und ja, das Hähnchen, das mag ich auch noch mal hervorheben. Das war auch wirklich gut und lecker. Ansonsten haben wir uns auch durch die Produkte jetzt mal durchgesnackt. Ja, waren gut. Man schmeckt halt ja die Natur. Also es klingt jetzt echt ein bisschen komisch, aber wenn man halt gewohnt ist, dass überall viel Zucker drin ist, dass überall viel Ungesundes drin ist, dann schmeckt einem das Gesunde vielleicht im ersten Moment nicht so. Mhm. Ne? Also ja, komisch, aber ja, erklärst du mal. Das kann es auch schwer erklären, aber tatsächlich ist halt, glaube ich, einfach tatsächlich das, dass man die ganzen Geschmacksverstärker und Zusätze leider gewohnt ist und dann halt jetzt am Beispiel von einer Erdbeermarmelade einfach durch die ganze Zusätze oder durch die ganze Bearbeitungsprozesse, die durchlaufen jetzt in der Firma oder so, halt eine ganz andere Vorstellung hat von Erdbeermarmelade. Und ja, wenn man jetzt dann zu den Basics, sage ich mal, zurückgeht, also wirklich kein Zucker oder gesunder Zucker, gesunde Süße und halt tatsächlich nur Frucht ohne irgendwas anderes mit drin, dann schmeckt es klar ganz anders da. Und leider sind wir das, glaube ich, gar nicht mehr so gewohnt, was halt schade ist, dass man so die Basics nicht mehr richtig kennt. Vielleicht hattet ihr den Eindruck auch schon, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr den Wandel der Geschmacksverstärker auch schon mitbekommen habt. Jetzt lernt er bei uns noch was im Kanal. Ja, kurzum, also im ersten Schritt haben uns die Produkte jetzt nicht so geschmeckt oder umgehauen, sagen wir es mal so. Im zweiten Schritt auch nicht unbedingt. Also wir sind ehrlich, ihr wisst ja. Aber im dritten Schritt, wenn man sich dann Gedanken macht und es dann doch nochmal ein drittes Mal schmeckt, waren sie wirklich gut, aber ja, man ist halt ein anderer Geschmack gewöhnt. Wirklich umgehauen hat mich der Slush, ja, der war der weltbeste Slushy-Schick. Und ja, die anderen Produkte, die waren auch nice to have. Die Limo war gut, ne? Die Erdbeerbrause. Ja, die Erdbeerbrause war super. Die war mega. Genau, die war echt gut. Und wie gesagt, hier an der Stelle auch wieder ganz wichtig, ist unsere Meinung, ist tatsächlich kein persönlicher Angriff an Karls Erlebnisdörfer. No, das geht ganz klar so raus. Liebe. Genau. Wir werden auch auf jeden Fall wieder kommen, vorneweg mal. Ja. Also wie gesagt, ist kein persönlicher Angriff. Es war jetzt einfach nur unsere Meinung. Und ihr habt auch ganz klar rausgehört, es schockt uns eher, dass man leider was anderes gewohnt ist, wie das normale. No. Genau. Wir probieren uns auf jeden Fall weiterhin durch und nächstes Mal auf jeden Fall auch die Chips. Die haben wir dieses Mal nämlich nicht probiert. Ja, ansonsten baut ja Karls fleißig aus. Ich glaube, der Anspruch ist, wenn ich es richtig weiß, ein Erlebnisdorf in Deutschland im Umkreis von jedem von 1,5 Stunden. Straffes Ziel, aber auf jeden Fall, denke ich, möglich mit dem tollen Konzept. Und ja, wir wollten ja eigentlich nur ein kurzes Fazit machen. Wo sind wir denn jetzt gerade? Bei 12 Minuten. 12 Minuten? Ja. Oh. Gleich 13. Ach Gott. Ja, vielleicht habe ich euch das auch ein bisschen kürzer geschnipfelt. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, uns hat es gefallen. Wir hatten Spaß. Ja. Und wir kommen auf jeden Fall auch irgendwann irgendwo mal wieder zu Karls. Geht ihr auch vorbei, wenn ihr mal in der Nähe seid. So auf der Zwischenreise lohnt sich das alle Male. Zumal ihr ja, wie gesagt, keinen Eintritt bezahlt, zwangsläufig. Kann man auch mal nur durchschlendern und probieren. Ja, bei uns war es das jetzt. Und zum Schluss von dem Video ist uns eine Sache ja immer noch besonders wichtig. Und zwar sagen wir Danke dir. 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 Und dir. Und dir. Ja. Genau, dass du uns heute begleitet hast, genau, bei unserem Tag im Erdbeerwunderland bei Karls in den Erlebnisdörfern.
Aber eine Sache fällt mir noch ein. Eine Sache noch, aber nur kurz. Also ich kann jetzt nur vom Erlebnisdorf Elstal, wo wir jetzt waren, sprechen. Wie es bei den anderen ist, weiß ich nicht. Informiert euch da gern. Wir sind aber ins Elstal mit dem Wohnwagen gefahren, weil ihr wisst, das war auf der Heimreise schon. Und hatten da super Möglichkeiten, stehen zu bleiben für den Aufenthalt. Informiert euch doch da mal, wie es bei den anderen Erlebnisdörfern aussieht, ob die eventuell auch die Möglichkeit haben, dass ihr das dann auch auf der Durchreise vielleicht mal sogar, wie wir jetzt mit Wohnwagen machen können. Genau, schaut mal auf der Internetseite oder macht's wie ich, ruft einfach mal kurz an. Das habe ich nämlich aus Berlin direkt gemacht. Ja, das ist auch das Stichwort. Berlin und viele andere tolle Videos warten auf euch in unserem Kanal. Von daher schaut euch doch gerne mal das Best-of von unserer Berlin-Tour an, falls ihr das noch nicht kennt. Ja, aber auch ansonsten viele Freizeitparks, Kreuzfahrt oder auch Sonstiges wartet dann auf euch im Kanal. Und da hat meine liebe Mama da drüben auch noch einen besonderen Tipp für euch. Genau, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr euch jetzt mal Gedanken drüber machen, unseren Kanal zu abonnieren. Das wird uns nämlich riesig freuen. Und am allerbesten klickt ihr das Glöckchen, das findet ihr irgendwo da unten, draufklicken. Dann bekommt ihr nämlich immer live alle Videos angezeigt und wisst, wann es eine neue Freuzeit gibt und seid immer live dabei. Genau. Genau. Und ihr dürft auch gern unsere anderen Kanäle, sei es Instagram, WhatsApp oder neuerdings auch Twitch, dazu gehört. Genau, gelesen. Auch da dürft ihr uns gern abonnieren, folgen, kommentieren, live dabei sein, genau, dass wir einfach eine riesengroße Freizeitfamilie werden. Genau, schenkt uns gerne das Abo, nämlich kostet fast gar nichts, kostet nämlich auch gar nichts, das Abo. Nur Freude. Von daher, genau, Share, Freizeit, sagen wir mal, ja, das ist unser neuer Hashtag, wobei unser Hashtag ist, den dürft ihr übrigens auch benutzen, Hashtag Team Freuzeit. Teilt gerne eure tollen Momente mit diesem Hashtag. Aber ja, kurz und knapp gesagt, wollen wir einfach Danke sagen für euren Support, für euer Abo, für euer Austausch, für einfach alles mit euch. Ne? Für eure lieben, ehrlichen Worte, die immer zu uns kommen. Ja, auf alle Fälle. Und jetzt haben wir genug geschnackt. Ja. Ich glaube, sagt der Berliner nicht geschnackt? Doch. Ja, das sagt es, glaube ich. Ja. Also schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, wenn ich wieder Blödsinn gesprochen habe. Ja, in diesem Sinne reicht es jetzt, wie gesagt, genug geschnackt, Kat, die Mama sagt. Würde ich machen. Ja, die liegt drüben. Ja, in dem Sinne sagen wir jetzt einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Okay. Und zum Schluss denkt ihr bitte, wie immer daran, die nächste Freuzeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon. Und eure Tamara. Tschüss. Tschüss. Tschüss.